Und jedes Jahr musste ich ins Politbüro gehen, musste vorschlagen, dass die Zahlungsbilanz sich geht und dass wir wieder mehr Schulden machen müssen. Ich, der nicht wollte, dass man Schulden macht, musste vertreten, dass man mehr Schulden macht. Ja? Und ich habe mir nicht mehr, 3-4 Jahre habe ich überhaupt nur noch geschwiegen. Weil ich konnte nicht die Unwahrheit sagen. Und wenn ich wieder was gesagt habe, blieb mir immer das Wort Saboteur im Kopf. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe in dieser Zeit in meinem Arbeitszimmer, ich saß dann in dem Arbeitszimmer von Abel, wo er sich erschossen hatte, habe ich die, so eine Intarsie einsetzen lassen, wo die Kugel eingeschlagen ist von Abel, seinen Kopfdurchschuss in eine Holzwand in meinem Büro. Und in dieser Intarsie, damit das nicht gesehen wird, ja, dieses Loch, ja. In dieser Intarsie bin ich dann, immer wenn es mir ganz dreckig ging, ich habe keinen Ausweg mehr gewusst, hingegangen und habe gesagt, das darfst du nicht machen, Gerhard. Du bist ein Pilot, du bist Gefahrenzustände gewöhnt, musst du meistern und so weiter, das darfst du nicht machen. Und deswegen habe ich ja auch wieder anfangen müssen zu reden dann. Ich konnte nicht mehr weiter länger schweigen, es ging wieder ja immer schlimmer. Damals hat es sogar am Mittag mir noch zugestimmt, mit mir zusammen ein Dokument gemacht, 2 Seiten, 3 Seiten, dass die Zahlungsbilanz nicht mehr beherrschbar ist. Für den Generalsekretär, nur für den. Und er hat uns beide in sein Zimmer geholt, Honecker, und war dem Heulen nah. Ich verstehe nicht, dass ich jetzt von meinen besten Freunden, damit auch war er sein bester Freund, verlassen werde. Mittag ist sofort umgekippt und hat gesagt, das ist Irrtum, das ziehen wir zurück und so weiter. Ja. Hat mich wieder alleine lassen, Mittag. Und nun blieb das wieder bei mir hängen. Ja. Wann war das? Na, das war im Jahr 1976.